Welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video stelle ich euch drei richtig killer Haarstyling-Produkte vor und wir machen eine kleine Verlosung. Ja Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Daniel Korte und ich habe, ja, dank euch, Haarstyling-Produkte aus Taiwan zugeschickt bekommen. Ich habe gedacht, irgendjemand will mich verarschen, aber ja, wirklich, ich habe Haarstyling-Produkte aus Taiwan, besser gesagt als aus Taipei, zugeschickt bekommen. Ich habe mein E-Mail-Postfach reingeschaut und denke so, hä, what the fuck, irgendjemand will mich doch verarschen, oder? Aber nein, die Firma Orient, ja, ich hoffe, ich spreche das gerade richtig aus, hat mir drei Haarstyling-Produkte aus Taiwan zugeschickt und ich war echt verblüfft, muss ich sagen. Sehr, sehr verblüfft von diesen Produkten. Ich habe die Produkte vor ungefähr 3 Wochen zugeschickt bekommen, habe jetzt jedes Produkt ausgiebig getestet und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Ich bin echt begeistert. Hätte ich nicht gedacht, ich hatte auch vorher keine Vorstellung, was da irgendwie auf einen zukommt oder was da auf mich zukommt, wie die Produkte so sind. Aber diese Haarstyling-Produkte für Männer sind wirklich einfach nur... So, generell jetzt als allererstes mal nur ein paar Infos zu allen drei Produkten und zu der Firma. Ich habe ein bisschen mit dem Gründer geschrieben per E-Mail und die machen alles handmade in Taiwan. Finde ich richtig geil und der Gründer hat mir auch ein paar Hintergrundinformationen gegeben zum Unternehmen, wie die das machen etc. Also richtig, richtig cool. Ohne Tierversuche, absoluter Pluspunkt. Sie benutzen wirklich sehr, sehr hochwertige Inhaltsstoffe bei sämtlichen Haarprodukten, die die herstellen. Also sehr, sehr geil. Verschiedene Öle wie Arganöl etc. sind in manchen Produkten drin. Also echt sehr, sehr cool. Ja, die Verpackung ist einfach nur... Die Verpackung ist einfach nur richtig deluxe. Also sowas habe ich noch nie erlebt bei einem Haarstyling-Produkt. Ich habe es auch bei diversen anderen Produkten, wovon man das eigentlich vermuten müsste, auch noch nie erlebt. Also richtig geil. Ich hatte ja vor kurzem das Luxus-Haarstyling-Produkt Friedrich getestet, aber das kann hiergegen nicht anstehen. Also die Verpackung ist echt Bombe, sehr hochwertig, sehr luxuriös und ja, ich fand es einfach nur Killer. Zu der Verpackung kann man auf jeden Fall noch sagen, dass wenn man das Produkt in der Hand hält und sich das Produkt anschaut und mit dem Finger über die Verpackung drüber fasst, dann merkt man richtig, ey, das ist da richtig eingraviert in der Verpackung. Das gibt der Verpackung allein schon einen sehr, sehr hochwertigen Touch. Hinten auf der Kartonage ist noch ein kleiner Slogan drauf. Wenn man da drüber fasst mit dem Finger, dann ist es ebenfalls eingraviert und man fühlt auch diese Gravur. Und wenn man dann die Kartonage aufmacht, dann kommt man direkt eine kleine Gebrauchseinleitung als Karte entgegen. Die ist auch sehr hochwertig gemacht. Es steht da ganz genau drin, wie man was zu tun hat, wie man die Paste oder die Pomade aus dem Behälter macht, wie man es am besten verteilt, was man für Frisuren machen kann. Richtig hochwertig, auch dieser Hochglanzaufdruck auf diesem Kärtchen und auf der Verpackung ist sehr, sehr nice. Ja, und wenn man dann das Produkt aus der Kartonage rausholt, einige würden dann sagen, so völlig überflüssig, ja, muss man nicht machen, aber innerhalb dieser Verpackung ist nochmal der Produktname drin, was ich persönlich, ja, richtig killer finde. Also da hat wirklich jemand bis ins kleinste Detail mitgedacht, das habe ich bei einem Haarprodukt noch nie so erlebt. Also richtig nice. Ja, wenn man dann die Dose in der Hand hält, das ist so eine Hochglanz-Plastikdose, auch sehr hochwertig gemacht. Vorne ist ein kleiner Aufkleber drauf mit dem Produktnamen und hinten steht dann die Inhaltsstoffe drauf und das ist alles drauf gedruckt, genauso wie das Logo auch auf dem Deckel, das ist drauf gedruckt, auch wenn man das Produkt dann aufmacht. Hat man ein sehr, sehr hochwertiges Gefühl und hier kann ich einfach nur sagen, wenn man Louis Vuitton-Taschen verkauft und dieses Erlebnis dazu mitkauft, ja, kauft man das hier auch definitiv mit bei diesen Produkten. Also Verpackung, das Drumherum, das Gefühl, was mitvermittelt wird hier bei diesem Produkt, ist absolut 1A. Also
hochwertig hochziehe. Also wenn es nicht so wäre, würde ich nicht sagen. Also es ist wirklich absolut geil. Insgesamt gibt es 3 verschiedene Produkte von dem Hersteller. Einmal die Classic Pomade, einmal die Clay Pomade und einmal die Texture Paste. Und alle 3 Produkte haben ein verschiedenes Aussehen. Also von der Kartonage, vom Aufdruck sind alles 3 verschiedene Farben. Und alle 3 verschiedenen Produkte riechen auch unterschiedlich. Und die riechen sehr gut, so ein bisschen nach, so ein Bio-Parfum, würde ich jetzt mal sagen, ja. Aber ich finde es sehr, sehr cool, sehr angenehm. Und kann auch da zum Geruch sagen, also sehr, sehr gut, immer jedes Produkt unterschiedlich. Ja, und da alle 3 Produkte auch unterschiedlich sind, weiß man auch ganz genau, okay, welches Produkt passt denn jetzt für meinen Haartyp. Also ob man die Texture Paste, die Classic Pomade oder die Clay Pomade nimmt, man weiß ganz genau, okay, welches Produkt brauche ich eigentlich, weil welcher Typ bin ich. Und dann kann ich dann dementsprechend auch genau das Produkt auswählen, was ich für meinen Haartyp und für meine Haare gebrauche. So, und jetzt werde ich euch die einzelnen Produkte ganz kurz vorstellen und euch ein bisschen was zu erzählen, wie ich welches Produkt finde. Ja, starten wir mit der Classic Pomade. Die Classic Pomade ist eine ölbasierte Pomade. Das ist, glaube ich, so diese Classic Pomade. Die hat mich aber, muss ich persönlich sagen, auch jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ist einfach ein ganz normales Produkt. Aber natürlich mit der Verpackung drumherum macht es schon einiges her. Aber hat mich jetzt nicht irgendwie vom Hocker gehauen, wo ich sage, hey, das war jetzt so ultra geil. Ja? Aber vom Produkt her an sich ist es ein gutes Produkt mit einer 1A Verpackung. Ich könnte euch natürlich jetzt auch die verschiedenen Inhaltsstoffe vorlesen, was da drauf steht, aber das wollt ihr nicht und das will ich auch nicht, weil das sind so viele verschiedene Öle, die in der Classic Pomade da drin sind. Unglaublich. Ja? Also ich habe mal kurz gegoogelt und da ich kann diese Sachen gar nicht aussprechen, was da drauf steht. Ja? Aber ich habe es gegoogelt und es sind sehr, sehr hochwertige Inhaltsstoffe. Ich habe ja eben schon mal erwähnt, Arganöl ist zum Beispiel mit dabei. Also ich muss echt sagen, da haben die Leute sich wirklich sehr viel Mühe beigegeben, um ein sehr gutes Produkt zu machen. Die Classic Pomade ist sehr, sehr hart und man kann die gar nicht mit einem Finger so eigentlich rauskriegen. Also da muss man wirklich schon den Fingernagel benutzen und so richtig reingehen, damit man im Prinzip was auf die Hand bekommt. Und dann muss man auch ein bisschen warten, bis man das also in den Händen verteilen kann. Also die ist sehr, sehr fest und gibt eigentlich auch die Kontrolle in den Haaren, ist eigentlich ganz okay. Aber vom Produkt her ist es für mich persönlich ein bisschen zu hart. Aber ich denke, gerade für Leute, die sehr dünnes Haar haben oder nicht so viele Haare, für die ist das Produkt sehr, sehr gut geeignet. So, kommen wir jetzt zur Texture Paste. Das ist das blaue Produkt von Orient. Und ich muss sagen, dieses Produkt ist von der Konsistenz her sehr, sehr fluffig. Nicht flüssig, sondern fluffig. Könnt ihr euch so vorstellen wie Mousse au Chocolat. Wenn man Mousse au Chocolat isst, ist es ja auch so ein bisschen fluffig. Und genau so könnt ihr euch das auch vorstellen. Und das kriegt man ganz easy mit dem Finger aus dem Behälter raus. Und wie es auch schon sagt, Texture Paste ist eine texturierende Paste. Wenn man das in die Haare macht, dann gibt es den Haaren eine gewisse Textur. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass diese fluffige Paste so einen extrem guten Halt gibt. Ja, es ist halt, sag ich mal, ein guter, starker Halt. Nicht sehr stark, aber ein guter, starker Halt. Und da muss ich echt sagen, absoluter Pluspunkt für diese Texture Paste. So, kommen wir jetzt zum dritten Produkt, zur Clay Pomade. Und die Clay Pomade ist so ein Mix aus der Classic Pomade und der Texture Paste, also von der Konsistenz her. Und das hat wirklich einen extrem guten Halt. Einen extrem guten Halt. Also da würde ich schon sagen, ein sehr starker Halt. Und man kriegt einen coolen, matten Look mit dieser Paste hin, mit dieser Pomade. Und all in all, auch hier wieder diverse Inhaltsstoffe, pflegende Inhaltsstoffe für die Haare von Arganöl, Vegetable Based, Emulsion. Leute, ich lasse es stecken, ich erzähle es euch nicht. Ich kann nur sagen, ich habe diese Teile, diese verschiedenen Inhaltsstoffe nachgegoogelt und ich muss echt sagen, top. Also die Clay Pomade ist zum Beispiel Tonerde basierend, die Texture Paste ist eher wasserbasierend und die Classic Pomade eher ölbasierend. So viel sei gesagt, was im Prinzip am Ende des Tages da drin ist, ja? Welchen Mann interessiert es? Ich glaube vielleicht 20% der Männer und 80% scheißen drauf und wollen einfach nur ein geiles Produkt haben. So Leute, wenn ich jetzt final
sagen müsste, welches Produkt hat mir am besten gefallen, welches hat mir nicht so gut gefallen. Alle Produkte haben mir sehr gut gefallen. Und ich sage das wirklich 100% ehrlich, wenn die Produkte mir nicht gefallen hätten, sage ich das natürlich auch. So, aber diese Produkte haben mich wirklich echt überzeugt. Also für ein Haarstyling-Produkt für Männer absolut Killer. Vor allen Dingen dieses Aufmachen mit der Schachtel und der Verpackung, wirklich ein Erlebnis. Wenn ich jetzt einen Platz vergeben müsste, also Platz 1, 2 oder 3, dann würde ich auf Platz 3 die Classic Pomade setzen, weil das für mich das normalste Produkt war. Natürlich auch ein sehr gutes Produkt, aber das normalste Produkt. Platz 2 und 1, es gibt eigentlich nur Platz 1 und der wird zweimal belegt, und zwar mit der Clay Pomade und mit der Texture Paste. Also die Produkte haben mich beide sehr krass überzeugt und ich habe schon angefragt, ob der mir schon Nachschub schicken kann. Also ich muss echt sagen, dieses Produkt gefällt mir sehr, sehr gut. Die Texture Paste und die Clay Pomade. All in all, wenn man jetzt überlegt, was ist da drin, wie teuer ist das Ganze. Ein Produkt kostet umgerechnet in Euro 22 Euro. Hört sich jetzt erstmal viel an. Ja, 22 Euro, aber Leute, dafür bekommt ihr wirklich ein super hochwertiges Produkt. Und diese 22 Euro, ja, sind es auf jeden Fall wert. Also da hat jemand wirklich von Anfang bis Ende ein sehr cooles Haarstyling-Produkt gemacht. Egal welches ihr davon auswählt. Und diese 22 Euro lohnen sich wirklich. Wenn ich jetzt im Vergleich sehe, zum Beispiel das Friedrich Haarstyling-Produkt, dieses Luxus-Haarwachs, zu dem muss ich ehrlich gestehen, da würde ich mir lieber 3 Packungen von denen kaufen als Friedrich. Zudem kann man natürlich auch sagen, dass 100 Milliliter in der Packung sind, also relativ viel drin. Also man kommt auch sehr lange damit aus. Wenn jemand von euch gerade genau wie ich auf der Suche ist nach dem richtigen Haarstyling-Produkt und in den Drogeriemärkten nicht fündig wird, dann kann ich euch nur diese Produkte empfehlen. Ja? Sucht das Produkt aus, was zu euch passt. Und ich denke mal, 22 Euro, wenn ihr es selber gekauft habt und vor euch stehen habt und getestet habt, werdet ihr merken, es ist es wirklich wert. Es gibt auch noch eine kleine Version davon, eine Reiseversion von den Produkten. Geht mal auf die Website drauf, schaut es euch einfach mal an. Ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Orient, dass die mir die Produkte zugeschickt haben. Und vielen, vielen Dank an euch. Ja? Wie gesagt, wenn ihr meine Videos nicht anschauen würdet, dann würde mir niemand was zuschicken. Also ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle. Und ich würde sagen, bis dahin, adios, amigos. Leute, Leute, sorry, ich habe es fast vergessen. Ja? Es gibt natürlich noch eine Verlosung. Ich habe gerade schon die Kamera ausgemacht und habe es voll vergessen, weil ich so im Redefluss war. Sorry. Also, ich verlose, ja, unter allen Leuten eine Orient Clay Pomade. Also, wer von euch eines dieser Produkte haben möchte, der schreibt bitte einen Kommentar, warum er genau dieses Produkt haben möchte. Abonniert mich auf YouTube und abonniert mich auf Instagram. Also, nochmal, Gewinnspiel läuft eine Woche. Meinen YouTube-Kanal abonnieren, in den Kommentaren schreiben, warum du dieses Produkt haben sollst, und meinen Instagram-Kanal abonnieren. Also, und jetzt sage ich adios, amigos.